Ja, servus Leute, ich glaube, ihr habt euch schon wieder zu viel Astrozeug gekauft. Immer nur Wolken. Ja, und was macht man mit Wolken? Ja, fotografieren können wir da jetzt leider nicht. Und deshalb werden wir heute mal eine Sensoranalyse machen von meiner QRY 268M-Kamera. Ja, wenn du dich auch zum Thema Astrofotografie interessierst, abonniere gerne diesen Kanal, damit du auch künftig keine Videos hier verpasst. Viel Spaß! Ja, wie schon im Eingang erwähnt, werden wir jetzt eben heute mal eine Sensoranalyse machen. Und dafür gehe ich eben jetzt hier mal so vor, indem ich eben hier einfach mal das Teleskop jetzt hier so drehe. So, könnt ihr das jetzt hier so sehen da oben? Ja. Jedenfalls, ihr seht, ich habe jetzt hier meinen 10 Zoll Newton. Ich habe hier meine QRY268M Kamera. Und was wir eben dafür benötigen, ist eben eine Lichtquelle. Ich verwende jetzt hier heute einfach diese Lacerta Flatfield Box. Die kann man jetzt hier eben dimmen mit diesem Dimmer hier. Und die lege ich jetzt hier einfach da oben mal drauf. Ja, grundsätzlich könnte so eine Sensoranalyse auch genauso gut ohne Teleskop durchführen. Das heißt, theoretisch wäre es auch möglich, wenn man einfach nur die Kamera hier auf diese Flatfield Box so drauflegt, oder ihr könnt die Kamera auch zum Beispiel aufs Display von einem Tablet drauflegen, oder theoretisch würde auch einfach nur eine helle, eine weiße Wand gehen, die halt irgendwie beleuchtet wird. So, ja, wir werden das jetzt eben heute dann hier mit SharpCam machen. Ein paar Hinweise dazu. Achtet bitte darauf, dass ihr hier die aktuellste Version von SharpCap verwendet, weil der Hersteller, also der Programmierer, hat da bei den letzten paar Updates immer wieder Verbesserungen bei der Sensoranalyse durchgeführt. Und die Sensoranalyse funktioniert auch mit dem kostenlosen SharpCap. Also ihr braucht das nicht die Pro-Version. Also ich verwende jetzt hier die Pro-Version, weil die ehrlich gesagt eh nicht wirklich viel kostet. Aber es würde auch ohne der Pro-Version funktionieren. So, und jetzt ist es so, dass wenn ich jetzt hier bei meiner QRY268M-Kamera die Sensoranalyse durchführe, dass er dann mit Gain 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 und so weiter eben die Sensoranalyse durchführt. Aber wir möchten eben dann im High-Gain-Mode speziell beim Gain 50 bis 60 auch die Gainstufen 51, 52, 53 und so weiter durchführen, um eben dann diesen Sweet Spot exakt zu ermitteln. Ja, und dafür müsst ihr jetzt hier Folgendes in eure Konsole reinkopieren. Also ich markiere das jetzt hier mal. Ich habe mir das eben hier mal in so eine Textdatei reinkopiert und ich werde euch diesen Befehl dann auch unten in die Videobeschreibung direkt drunter kopieren und dann könnt ihr das ja von diesem Video dann bei euch in die Konsole von SharpCap reinkopieren. So, ich habe mir das jetzt hier mal in die Zwischenablage kopiert. Dann geht ihr hier auf Scripting und Konsole anzeigen. Ja, und dann einfach mit Ctrl und V hier eben das Ganze hier einfügen. Und wir möchten jetzt eben im Besonderen Gain 51, 52 und so weiter bis Gain 59 durchtesten. So, hier kann man glaube ich noch Enter drücken oder muss man glaube ich auch nicht einmal. Dann hier das Ganze wieder schließen. So, wenn ihr jetzt auch ein Filterrad habt, so wie ich, dann schaut ihr vielleicht, dass ihr hier auch den Filter Luminanz gewählt habt. Ja, und wenn ihr eben eine normale Farbkamera habt, dann braucht ihr im Prinzip gar keinen Filter verwenden. Oder wenn ihr den UV-IR-Cut-Filter verwendet, dann ist das sicher auch kein Problem. Aber jetzt keinen Schmalbandfilter oder so irgendwas. So, und dann geht ihr hier oben auf Werkzeuge. Ja, also ihr seht, ich habe hier die deutsche Version. Und dann hier auf Sensoranalyse. So, und jetzt ist es so, dass er eh da unten schon hinschreibt, was man eben alles benötigt. Das ist im Prinzip jetzt eh das, was wir vorher schon geredet haben. Gehen wir jetzt hier einfach mal auf Start. Und jetzt will er einen Peak von 65% Helligkeit, also ungefähr hier, mit 0,1 bis 1 Sekunde Belichtungszeit. So, jetzt sind wir hier noch komplett überbelichtet. Das heißt, wir drosseln jetzt mal die Flatfield Box entsprechend runter.
machen wir es mal ungefähr so. Und er sucht sich jetzt hier vollautomatisch auch die optimale Belichtungszeit. In dem Fall haben wir jetzt hier 142 Millisekunden. Er geht hier auch automatisch auf Gen 0. Ja, und wichtig ist auch noch im Vorhinein, wenn ihr jetzt eine Kamera habt mit unterschiedlichen Auslesemodi, dass ihr eben hier den Auslesemodus einstellt, den ihr eben auch bei der Sensoranalyse testen wollt. In dem Fall habe ich jetzt hier den High-Gain-Mode eingestellt. Ja, und dann gibt es eben hier noch dieses Kästchen, das zieht ihr euch einfach so ungefähr ins Zentrum. Ja, und die Größe könnt ihr dann auch noch ein bisschen anpassen. Es ist halt so, je größer man das Kästchen wählt, desto langsamer wird die Sensoranalyse sein. Beziehungsweise, wenn es ein bisschen kleiner ist, dann braucht er halt nicht so viel vom Sensor immer auslesen, dann läuft das Ganze einfach ein bisschen schneller durch. Und wichtig ist auch noch, dass das Ganze hier in diesem Kästchen möglichst homogen sein sollte. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel die Kamera an eine Wand richtet, dann sollte eben in dem Kästchen das möglichst gleichmäßig ausgeleuchtet sein. So, jetzt schreibt er da unten eh noch hin, Select Arrow is too large. Ein bisschen kleiner will er es hier noch haben. Dann verkleinern wir das Ganze noch, eben damit es schneller durchläuft. So, jetzt passt es soweit. Also er schreibt jetzt hier unten hin, mindestens 100 Pixeln auf jeder Seite sollte das Ganze groß sein. So, dann gehen wir hier auf Prozessed. Und dann läuft das Ganze jetzt hier vollautomatisch durch. Aber währenddessen, dass das Ganze jetzt hier dann durchläuft, wird das Programm zwischendurch mal kurz stoppen. Dann muss man nämlich hier das Licht abdrehen bzw. den Deckel oben drauf machen, dass eben kein Licht auf dem Sensor von der Kamera fällt. Und zum Schluss dann muss man wieder das Licht drauf machen. Dann ist aber wichtig, denke ich mal, dass das Licht wieder exakt gleich hell ist wie jetzt hier zu Beginn. Das heißt, wenn ihr jetzt hier irgendwas gedimmt habt, schaut bitte, dass ihr da nicht irgendwie die Helligkeit unabsichtlich verändert. Und dann klickt ihr eben wieder auf Weiter und dann läuft das Ganze auch so weit durch, bis es fertig ist. Ja, wenn ihr nämlich dann jetzt die Pro-Version habt und das Ganze ist hier fertig durchgelaufen, dann gibt es nämlich noch das Smart-Histogramm. Da kann man sich nämlich dann bei dem eigenen Himmel, also je nachdem wie viel Lichtverschmutzung ihr habt, kann man sich dann die optimale Belichtungszeit und Gain von SharpCap ermitteln lassen. Das habe ich aber selber auch noch nicht getestet. Das möchte ich aber in jedem Fall demnächst noch mal ausprobieren und dann wird es dazu noch ein eigenes Video geben. Ja, damit würde ich mal sagen, gehen wir an den Rechner und dann besprechen wir noch die Ergebnisse hier von meiner Kamera. Bis gleich. Ja, fangen wir vielleicht gleich mit dem hier mal an. Und zwar so sieht die Sensoranalyse aus, wenn man diesen Code nicht in diese Konsole reinkopiert. Dann wird eben nur jede 10. Genstufe analysiert. Also ihr seht jetzt hier Gen 0, 10, 20, 30 und so weiter. So, und wenn ich mir jetzt hier mal die verschiedenen Readout-Modi anschaue von dieser Kamera, also wir haben jetzt hier den High-Gain-Mode analysiert und das ist jetzt eben hier diese blaue Linie, also die hier, und da seht ihr schon, das fällt jetzt hier so runter, also irgendwie so ab Gain 50 bis Gain 60, also so wie es jetzt QRY angibt, wäre eben eigentlich erst bei Gain 60 quasi dieser Sweet Spot, wo man eben dann auch dieses geringe Auslese-Rauschen hat. Wenn man sich jetzt das hier nochmal anschaut, ja, da sieht man schon, bei Gen 50 haben wir eben hier noch 3,3 Elektronen beim Auslese-Rauschen und bei Gen 60 1,63. Und dadurch steigt eben dann auch der Dynamikumfang wieder an. Das sieht man jetzt eben hier bei diesem Diagramm recht gut, dass eben hier bei Gen 60 der Dynamikumfang wieder hier auf diesem Peak heroben ist, wie zu Beginn. So, und wenn man sich jetzt das Ganze aber mal mit den Gen 50 bis 60 im Detail anschaut, ja, also ich zoome jetzt hier mal rein, also das war jetzt hier wieder dieser High-Gain-Modus, und dann seht ihr jetzt hier schon, bei Gen 55 haben wir jetzt hier ein Auslese-Rauschen von 3,29 und bei Gen 56 1,65. Das heißt, der Sweet Spot, also ich glaube Sweet Spot nennt man das, also wo halt dann die Kamera da umschaltet in den tieferen Auslese-Rauschen-Modus sozusagen, ist eben nicht bei Gen 60, sondern bei Gen 56.
Ja, und wie wirkt sich das jetzt hier aus beim Dynamikumfang? Da seht ihr, bei Gen 55 haben wir noch einen Dynamikumfang von 12,79 und bei 56 steigt der Dynamikumfang um eine komplette Blendenstufe auf 13,71. Und wenn man jetzt aber Gen 60 nehmen würde, hätte man 13,59. Das heißt also, zwischen Gen 60 und 56 ist dann doch ein signifikanter Unterschied. Und deshalb empfehle ich euch eben, wenn ihr eine QY268M habt, dass ihr zunächst einmal diesen Sensor eben analysiert und dann eben entsprechend den Gen einstellen, wo eben dann genau dieser Sweet Spot ist. Also früher hatte ich ja immer mit Gen 60 für die Schmalbandaufnahmen fotografiert. Ja, und ab sofort werde ich eben jetzt dann mit Gen 56 fotografieren, weil da gewinnt man dann doch nochmal ein bisschen an Dynamikumfang. Und auch die Full-Well-Kapazität seht ihr auch hier mit 22.000 und bei Gen 60 bei 19.880. Ja, und deshalb täuscht eben hier dieses Diagramm so ein bisschen, weil demnach wäre eben hier wirklich bei Gen 60 erst der höhere Dynamikumfang wieder, aber in Wahrheit beginnt es eben hier schon bei Gen 56. So, jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, und wenn es der Umschaltpunkt wie hier bei Gen 56 ist, wer weiß, ob das auch tatsächlich immer bei Gen 56 ist, nehme ich doch lieber Gen 57, um sozusagen eine Genstufe Spazi zu haben. Deshalb habe ich das eben auch zwei oder dreimal durchlaufen lassen. Ich glaube, es waren sogar dreimal. Einmal habe ich es durchlaufen lassen im Freien, mal bei minus 5 Grad Celsius, wo die Kühlung von der Kamera ausgeschaltet war. Und da war eben auch bei Gen 56 dann eben tatsächlich dieser Umschaltpunkt. Und einmal habe ich das Ganze dann noch mal also wirklich auf die Extreme, auf die Spitze getrieben. Und ihr seht schon, ich habe hier den Föhn hier hingestellt. Der hat hier dann volle Power hier drauf geblasen, damit die Elektronik von meiner Kamera so richtig ins Schwitzen kommt. Die Kühlung war dann bei 100% Leistung und trotz 100% Kühlung hatte der Sensor so 5 bis plus 10 Grad Celsius. Also das Kameragehäuse war dann richtig warm. Und dennoch war dann bei dieser Sensoranalyse dann im Folgenden auch exakt hier bei Gen 56 dieser Umschaltpunkt. Und auch generell die Werte hier, also von der Full-Well-Kapazität, vom Auslöserauschen her, waren völlig identisch. Was dann eigentlich wieder für die Kamera und für die gute Qualität von der Elektronik spricht. Ja, und das Ganze habe ich dann eben auch noch mit dem Photographic DSO-Mode ausprobiert. Und ihr seht auch, bei Gen 0 hat man hier tatsächlich eine Full Well mit dieser Kamera von 85.641. Und wenn man sich jetzt das hier mal anschaut, also der Photographic Modus ist hier der Nuller, also die Linie hier. QY gibt hier 87.600 an. Ja, und da sind wir eigentlich auch fast dabei mit 85.000. Ja, und da trennt sich meiner Meinung nach dann auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen, weil die ASE 2600 hatte eigentlich auch denselben Bildsensor drin, also auch den IMX 571, aber die schafft eben meines Wissens nach keine 85.000. So, dass wir jetzt hier nicht spekulieren müssen, hier von der ASE 2600 MC Pro, die schafft eben hier 50.000. Ich vermute mal, die hat hier so einen ähnlichen Auslesemodus wie eben die QY268M im High-Gain-Modus. Aber bei der ASI kann man eben in keinen anderen Auslesemodus umstellen, da gibt es halt nur diesen einen. Und ich vermute mal, dass sich eben die so ein bisschen ändern. Ja, bei der Omegon, die hat ja auch hier diesen IMX 571 Sensor drinnen, hier dürfte es auch das gleiche sein. Also die wird eben hier auch mit 50.000 angegeben und hat meines Wissens nach auch nur einen einzigen Auslesemodus. So, gehen wir jetzt hier wieder zurück, und zwar bei dem Photographic DSO Modus, der hat ja dann hier diesen Sweet Spot zwischen 20 und 30 irgendwo. Das wollte ich eben dann auch noch genauer wissen und deshalb habe ich hier dann auch zwischen 20 und 30 hier wieder jeden einzelnen Gain analysiert
Ja, und der Sweet Spot hier ist quasi hier bei Gen 26. Also ihr seht, bei Gen 25 haben wir hier noch 6,92 Auslöserauschen und bei Gen 26 dann 2,72. Ja, und der Dynamikumfang springt auch hier wieder um eine Blendenstufe dadurch herauf. Ja, und hier hat man dann noch eine Full Well von 27.000. Ja, dann gibt es hier noch den Extended Full Well Mode. Hier schafft die Kamera auch maximal 85.000. Das ist eh so ähnlich wie bei den DSO-Modus. Und deshalb habe ich hier dann auch mal den Extended Full Well 2 CMS-Modus. Also der ist auch noch sehr spannend, finde ich, der Modus. Denn hier hat man auch die 85.000 Full Well, aber hier hat man wesentlich geringeres Auslöserauschen wie eben hier. Also ihr seht hier 7,8 und hier hat man nur 5,89 und dadurch hat man hier eine Dynamic Range von 13,82. Also nochmal mehr wie hier von 13,4 und noch ein bisschen mehr wie sogar beim High Gain Modus. Also High Gain hatte 13,79. Und der hatte eben hier schon 13,8. Ja, der Jakob hatte kürzlich die Idee, man könnte ja so eine Art Bibliothek oder Archiv anlegen von diesen ganzen Sensoranalysedaten, also von euren Kameras jetzt, in der Astrofotografie-Gruppe hier auf Facebook. Also ich bin ja hier auch Moderator in dieser Astrofotografie als Hoppe. Und damit man vielleicht dann auch so ein bisschen Kamerakaufentscheidungen machen kann, wäre es vielleicht wirklich gar nicht so eine schlechte Idee, wenn ihr hier mal jeder seine eigene Kamera durchtesten könnte. Und dann gibt es nämlich hier die Möglichkeit, wenn man hier auf Mehr klickt und dann hier auf Dateien, dann kann man nämlich hier Dateien hochladen. Und da würde ich eben vorschlagen, dass ihr das auch so ungefähr macht wie hier, wie ich es eben hier gemacht habe. Das heißt, wichtig ist eben auch, dass ihr die Version von SharpCap vielleicht hier dazu schreibt und auch die Firmware, mit der ihr eure Kamera getestet habt. Also ihr seht jetzt hier, ich habe jetzt hier meine QY268M mit dieser Firmware hier getestet und dann könntet ihr das vielleicht auch so in etwa zusammenstellen mit diesen ganzen Daten und dann eben hier hochladen. Ja, damit bedanke ich mich recht herzlich fürs freundliche Zusehen. Ich wünsche euch sternenklare Nächte und bleibt gesund. Bis bald. Ciao, ciao.